Hallo liebe Stadtspiegelleser, ich bin's wieder, eure Marin. Ich möchte euch heute wieder einladen, mit mir gemeinsam zu kochen. Da es ja jetzt im Spätsommer in den Gärten frische Zucchini, frische Kartoffeln und auch Kürbis zu ernten gibt, habe ich mir gedacht, wir kochen heute eine scharfe Kürbis-Creme-Suppe mit Kartoffeln. Als Beilage dazu, als Leckerli quasi, Parmesan-Kürbiskern-Speckchips sind furchtbar lecker, passen sehr gut dazu. Und als Nachtisch einen dicken, fetten Schokoladen-Zucchini-Kuchen. So, wir beginnen mit der Kürbiscremesuppe. Dazu nimmt man am besten einen Hokkaido, weil man da die Schale mit essen kann. Der wird einfach halbiert, Stiel- und Blütenansatz abgeschnitten und ausgehöhlt und dann in Würfel schneiden. Das habe ich hier schon einmal vorbereitet. Der Kürbis ausgehöhlt und jetzt schneiden wir ihn einfach in Streifen und dann in grobe Würfel. Wir brauchen ungefähr 500-600 Gramm Kürbis und wiegen das Ganze dann mit Kartoffeln auf, dass wir auf 1 Kilo Suppeneinlage kommen. Das genaue Rezept und die ganzen Zutaten findet ihr im aktuellen Stadtspiegel. Der Kürbis, die Kartoffeln und die Zwiebeln in grobe Stücke geschnitten wurde, heißt es ran an den Topf. Als erstes werden die Zwiebeln angedünstet, ein bisschen Öl in den Topf. Wenn die Zwiebeln dann glasig gedünstet sind, dann kommen Kartoffeln und Kürbis dazu und die dann einfach ein bisschen kurz mit anrösten. Schön angedünstet und ein bisschen angeröstet ist, kommt ungefähr ein halber Liter Gemüse oder Hühnerbrühe dazu, je nachdem wie man es mag. Die Brühe sollte ungefähr das Gemüse bedecken und dann einfach Deckel drauf und ca. 20 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse dann gar ist. Unser Gemüse ist jetzt fertig gekocht und das wird jetzt püriert und je nachdem wie man es mag, kann man das entweder ganz fein oder noch ein paar Stücke drin lassen. So, jetzt haben wir die Suppe soweit fertig und für den richtigen Pep schneide ich jetzt noch eine rote Chili auf, entferne die Kerne und lege die so im Ganzen mit rein, nur damit die Schärfe ein bisschen in die Suppe übergeht. Nachdem die Chili dann in der Suppe ist, würde ich das auf kleine Stufe nochmal so 5 bis 10 Minuten ziehen lassen, damit auch wirklich die Schärfe in die Suppe ein bisschen eingeht. Und als Abschluss kommt in die Suppe noch ein Spritzer Zitrone. Das hebt den ganzen Geschmack noch ein bisschen hervor. Als Leckerli zu unserer Kürbiscremesuppe gibt es Parmesan-Speck-Kürbiskern-Chips. Die sind furchtbar einfach und brauchen nur 3 Zutaten. Einmal geriebenen Parmesan, grob gehackte Kürbiskerne und in feine Streifen geschnittener Bauchspeck. Der wird gebraten, dann wird alles zusammengemischt und dann kommen kleine Häufchen auf dem Backblech und die werden dann 5 bis 10 Minuten gebacken im Ofen, bis der Käse verlaufen ist und goldgelb ist und dann ist es auch schon fertig. Masse schön verrührt und dann kann man, je nachdem wie groß man die haben möchte, entweder mit einem Eisportionierer oder mit einem großen Löffel, geht auch ein Teelöffel, dann werden sie halt noch kleiner, einfach kleine Häufchen aufs Backblech tun. Der Ofen ist vorgeheizt auf 200 Grad und ein Umluftherd braucht 175 Grad und das Ganze
6, 7, 8 Minuten im Ofen backen, je nach Bräunungsgrad. Und nun kommen wir zum süßen Teil unserer Spätsommerrezepte. Und zwar ist das, wie schon angekündigt, der Schokoladen-Zucchini-Kuchen. Dazu brauchen wir eine Zucchini, ca. 300 bis 350 Gramm, und die wird ganz fein gerieben. Nachdem die Zucchini nun gerieben ist, habe ich sie ein bisschen ausgedrückt, damit die nicht mehr ganz so nass ist. Ein bisschen Restfeuchte sollte noch drin bleiben, damit der Kuchen nachher schön saftig bleibt. Ich tue jetzt die ganzen trockenen Zutaten alle in eine Schüssel. Wie schon vorhin, das Rezept findet ihr im Stadtspiegel. In der Zwischenzeit, wo wir dann die feuchten Zutaten in den Teig rühren, nehmen wir die Milch und die Schokoladenkuvertüre zum Schmelzen in ein Wasserbad. Ich habe jetzt hier so einen Wasserbadtopf, was ganz praktisch ist. Und die gute Butter. Jetzt schon mal einen Schokoladenteig, aber ein Schokoladenkuchen ist kein Schokoladenkuchen ohne richtig viel Schokolade. Und wenn die Kuvertüre geschmolzen ist, kommt die hier noch mit rein und dann wird das Ganze noch mal ordentlich durchgerührt. Man kann damit auch einen tollen Kuchen backen, aber der Clou sind ja unsere Zucchini. Die werden jetzt einfach reingemacht. Dann vorsichtig untergehoben. Jetzt ist unser Teig fertig. So im rohen Zustand sieht man natürlich die Zucchini-Schnitzel. Nachher, wenn er fertig gebacken ist, fällt es gar nicht auf. Jetzt ist unser Kuchenteig in der Form und fertig für den Ofen. Unser Kuchen muss jetzt bei ca. 170 Grad ca. eine Stunde lang backen. So ihr Lieben, jetzt ist die Stunde rum und der Kuchen ist fertig und er duftet schon himmlisch. Heute. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachkochen der spätsommerlichen Rezepte. Wie schon erwähnt, die Rezepte findet ihr im aktuellen Stadtspiegel und auch auf der Website vom Stadtspiegel. Und ich wünsche euch gutes Gelingen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.